Moin Moin, schön, dass du das eingeschaltet hast. Ja, ich sitze hier noch in Kroatien und habe ja noch mal ein Problemchen mit Mr. Bardo. Ich habe mir direkt von zu Hause ein Flickenzeug mitgenommen. Zur Arbeit haben sie mich alle angeguckt, was willst du denn damit, bla 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 bla. Ich natürlich wieder besser haben als brauchen. Ja. Jetzt brauche ich es. So, ich habe den Nagel da schon irgendwo rausgepopelt. Das kleine Ding kann euch jede Menge Ärger bereiten. Der Knabe steckt es da schön drin. Wie gesagt, den habe ich jetzt schon rausgepopelt, der war komplett bis zum Anschlag vom Kopf, war der weg. Schön bündig mit der Lauffläche. Wenn ich mir angucke, wie wenig der abgenutzt ist, habe ich mir den garantiert hier auf den Platz reingefahren. So, genug gesammelt, jetzt zeige ich euch erstmal das Flickenzeug. So, das ist von Normfest. Wie gesagt, hier hinten sind die ganzen Tabellen drauf. Für was, bis was, welcher Einstichwinkel und hast du nicht gesehen. Auch kein Mensch. So. Ist drin in dem Kleber oder in dem Set. Eine Vulkanisierlösung für den Stichkanal. Die werden wir hauptsächlich brauchen. Eine Ahle, womit wir einmal die Vulkanisierlösung in das Loch einführen müssen. Hört sich lustig an, aber ist egal. Wir sind nicht in der Grundschule in der dritten Klasse, ne, Leute. Ein Flüssigklebepflaster. Das würde man normalerweise halt noch von innen auf den Reifen auftragen. Von innen komme ich jetzt aber nicht dran. Es reicht aber auch die Vulkanisierlösung. Ja, ich sag mal einen Dorn zum Reinigen des Stichkanals oder der Einstichstelle in dem Reifen. Damit machst du einmal den Reifen sauber. So, und hier sind die Kleber, die du in den Stichkanal einziehst. So, als erstes müssen wir mit dem kleinen Knaben jetzt hier mal den Stichkanal halt ein wenig sauber machen. Kleines Loch, da kommst du gar nicht rein. Für mich sieht das aus, als wenn du den Reifen noch mehr kaputt machst. Nee. So, mit diesem rauen, womit ich jetzt halt in dem Reifen schon drin bin, noch ein bisschen drehen, halt den Stichkanal sauber machen. So, das soll das schon gewesen sein. Jetzt heißt es geschrieben mit der Ahle. Ich will das Loch nicht merken, zum Glück habe ich es markiert. Den Vulkanisierkleber ein bisschen in die Ahle auftragen und in den Stichkanal, ich sag mal ganz gesagt, einarbeiten. Damit gleich der Gummistopfen besser flutscht. So. Ja.
Zeug klebt auch schon, aber jetzt nicht wer weiß wie. Ich weiß, dass das jetzt, glaube ich, eine Riesensauerei geben wird. Könnt ihr beide mir mal einer Zebra holen, bitte? Wir beide? Einer von euch, dankeschön. Das ganze Ding kommt da jetzt rein. Das ganze Ding kommt da jetzt rein. So, einmal Hälfte gucken in etwa. Danke. So, Hälfte passt. So, ich knickte den hier nach hinten rüber. Kleber, den ich zugeschraubt habe. Und Kleber trägst du jetzt hier auch nochmal überall schön auf. Ich vermute mal, viel hilft viel in dem Falle. Weil kann nicht verkehrt sein. Da, wo kein Kleber ist. Kann es auch nicht kleben, würde ich sagen. Ne? So, ich glaube, das wird jetzt eine Riesenkraftanstrengung. Muss ich irgendwas halten? Mr. Bauer, es tut zu weh. Er ist betäubt. Das ist eine Operation. Das weißt du gar nicht. Tut sich da was? Ich guck mal rein schon. Ja, jetzt. Ich hab schon mal ein Tattoo scharf gehört. Na komm, wir noch langsam. Was eine Geburt. Ja, ich. Ja, das reicht aber. Der ist aber jetzt tief genug drin. Ich muss den hier rausziehen. Kann man den dann kürzen? Du kannst ihn einfach rausziehen. Ja, kannst ihn abschneiden. Ach so, okay. Da ist ein ganzes Stück drin. Ja. Alter Leute, der war bis hierhin drin. Ah ja gut, okay, nein. Bis hierhin waren die Gummis und bis dahin war, ist er drin gewesen. Also ist genug von dem Zeug auf jeden Fall in der Macke. Alter. Aber Luft ist trotzdem rein. Wenn das nicht dicht ist, so weiß ich auch nicht. So, gut. So, den schmeiße ich jetzt in eine Ecke. Wollen wir zur Tanke fahren oder im Forum hat sich irgendwo einer geschrieben, hier auf dem Platz hat einer einen Kompressor bei, der sich nochmal meldet. Dann pumpen wir den Reifen auf und dann seid ihr wieder dabei. Dann schauen wir mal, ob er den Druck hält. Aber ich bin da doch verdammt guter Dinge, dass die Teile hier in Soll erfüllen. So ihr Lieben, ihr wisst, wir müssen noch Mr. Baru voll machen. Er lebt gleich wieder, er lebt gleich wieder. Vernünftig, sagen wir mal so. So, nehmen wir das Ding hier runter. Halten wir das schlaue Ohr an die geflickte Stelle. Überhaupt, da kommt nichts mehr raus. Wie sieht die denn jetzt aus? Zeig mal. Ja, nicht anders als vorher auch. Jetzt schmeißen wir den da hinten rein und lassen den mal den Rest vom Urlaub da liegen. Mr. Barroom, es wird.
So. Na dann. Ach, der Regen abgekriegt, deshalb ist die Schrift von ihm weg. Ja, das Mister ist weg. Aber sein Name bleibt.